Hey, meine Lieben. Ja, wie soll ich das nur sagen? Morgen, am 15. Dezember, startet eine Reihe von 10 aufeinanderfolgenden Portaltagen. Uff, wir spüren es schon seit längerem. Wir spüren die Energien schon seit längerem. Deswegen möchte ich heute ein Schattenorakel legen. Und zwar deswegen, weil teilweise die Konzentration eher auf der niederen Schwingung liegt. Warum, wieso, weshalb werden wir am Sonntag in einem Livestream näher erörtern? Für den jetzigen Augenblick, für diese 10 Portaltage möchte ich einige Themen abholen und dazu etwas sagen. Wollte ich noch irgendwas sagen? Ach, mein Gehirn steht auch im Schatten. Schattenhirn. Also starten wir einfach mit der Legung und wenn es noch was Interessantes gibt zu erzählen, was Wichtiges, dann werde ich es aussprechen. Also ihr Lieben, die Portaltage, jeder nimmt sie unterschiedlich wahr. Sie können sehr, sehr schwierig sein, sehr schwer, sehr hochtransformativ, sehr erdrückend, sehr deprimierend. Andererseits wiederum, wenn diese Themen, um die es geht, schon aufgearbeitet sind, dann kannst du diese Tage auch als sehr leicht und erlösend wahrnehmen. Also das ist genauso die Energie wie beim Vollmond. Diese universelle Energie gibt dir die Möglichkeit, mit dieser Thematik zu arbeiten. Der Schleier ist dabei recht dünn, sodass du mehr fühlen kannst, mehr spüren, mehr wahrnehmen. Aber wenn das jetzt nicht unbedingt dein Thema ist, diese Energie, die hier hochkommt, dann wirst du damit jetzt auch nicht unbedingt zu kämpfen haben. Schauen wir, welche Energien sich eventuell zeigen. Es kann sein, dass hier alle Energien, die ich abholen werde, dass die auf dich zutreffen, dass du mit diesen Energien in Resonanz gehst. Kann aber auch sein, dass hier nur gewisse Energien für dich bestimmt sind. Kann natürlich auch sein, dass du hier komplett überall durch bist. Dann herzlichen Glückwunsch. Schaut mal, wir kriegen überhaupt keine Schatten. So. Wir haben hier Abhängigkeiten und Süchte und den Parasit, die Nummer 11 und die Nummer 19. Also, was haben wir hier für Themen? Natürlich alles rundum. Abhängigkeiten, Süchte, Bedürftigkeiten, Co-Abhängigkeiten in Bezug, ihr Lieben, auf jeglichen Lebensbereich. Okay, also ich lege hier tatsächlich jetzt mal auf dich als ganzes Energiefeld und nicht jetzt speziell auf die Liebe. Spiegelt sich natürlich überall irgendwo in jedem Lebensbereich und es geht hier darum, dass du noch in gewissen Bereichen, in gewissen Situationen, in gewissen Themen noch festhängst. Festhängst, diese vielleicht sogar noch brauchst. Ja, auch Leid ist hier ein Thema. Sich selbst den Schmerz immer und immer wieder zufügen. Schau mal hier diese Schwerter im Rücken. Ich habe sie nie gezählt. Ich würde lachen, wenn es 10 sind. Nee, könnten hier 2, 4, 6, nee, sind mehr. Und hier diese Kette um den Hals.
Der gesenkte Blick, Wertlosigkeit oder das Gefühl, wertlos zu sein, das Gefühl, nicht genug zu sein, nicht gut genug, nicht klug genug, nicht schön genug oder sonstiges. Es könnte auch sehr gut sein, dass du hier gerne als Schutzschild fungierst. Schutzschild für andere, nur nicht für dich. Ein Schutzschild, schau mal, du sammelst hier die ganzen Schwerter ein und bleibst trotzdem stehen, gehst trotzdem weiter im Dienste von etwas oder jemandem, der oder das dich aber nicht wertschätzt, nicht anerkennt, nicht wahrnimmt. Hier ist eine ganze Liste, eine ganze Reihe an Themen, die sich mir gerade zeigt. Es ist das Leid, in dem du dich selbst festhältst. Warum sage ich, dass du dich selbst festhältst? Weil Leiden, zu leiden, ist eine Entscheidung. Du entscheidest dich zu leiden oder auch nicht. Leid hat jetzt nichts mit Schmerz zu tun. Ja? Zum Beispiel eine nahestehende Person stirbt. Ja? Du entscheidest dich nicht dafür, den Schmerz zu bekommen. Okay? Aber eventuell, wenn du hier nicht durch gewisse Trauerprozesse gehst, bewusst, entscheidest du dich automatisch dafür zu leiden, dich in diesem Leid zu suhlen, dich in diesem Leid zu fesseln und festzuhalten. Festzuhalten an diesem Leid. Leid ist eine freie Entscheidung. Ja, ich weiß, Trigger-Thematik, aber wenn man das eigene höhere Selbst erhört und der Intuition folgt, dann erkennt man auch hier die Wahrheit. Der Parasit auch in Verbindung mit diesen Abhängigkeiten, mit diesen Süchten. Ich will jetzt auf Abhängigkeiten und Süchte möchte ich jetzt gar nicht so detailliert eingehen, weil jeder, der ehrlich zu sich selbst ist, kennt seine eigenen Abhängigkeiten, Süchte, Bedürftigkeiten und. Der Parasit im Innen und im Außen. Das heißt, hier bist du ja teilweise ein Parasit für irgendwen oder in Bezug auf irgendwas. Genauso natürlich, wie du hier noch sämtliche Parasiten hältst und schützt, die dich eigentlich nur aussaugen, die dich klein machen, die dich erdrücken, erniedrigen oder sonstiges. Wo könntest du jetzt ein Parasit sein? Ja, Parasit ist ein, es hört sich so böse an, aber ich möchte bei diesem Wortlaut bleiben, einfach natürlich, um hier auch ein bisschen zu triggern. Wo könntest du also ein Parasit sein in Bezug auf diese Abhängigkeiten, Süchte, Bedürftigkeiten? Indem du dein Leid immer offen ins Energiefeld gibst, zum Beispiel. Das heißt, indem du dich bewusst in einer Opferrolle hältst, in eine Opferrolle immer und immer wieder reinsteckst, beziehungsweise dich auch reinstecken lässt, reindrücken lässt, bist du in dieser Form quasi ein Parasit auf dieser Ebene, in diesem Energiefeld, saugst natürlich die Energie von irgendwo oder von irgendwem. Das Gleiche natürlich auch umgekehrt. Du bist auf deinem Weg des Erwachens, auf dem Weg des Wachstums, der Erweiterung. Und hier hängen sich, es ist fast unvermeidlich, ist nicht lustig, aber ich lache gerade nur, weil ich es kenne. Auf diesem Weg, auf diesem Seelenweg werden dir viele, viele Menschen begegnen, die sich ranhängen an deine Energie, die an dir saugen,
die dir Energie ziehen. Und das muss jetzt nicht mal eine bewusste Entscheidung derer sein, sondern das kann einfach nur sein, du bist das Licht, die anderen sind die Motten und die fliegen auf dich. Ja? Sie können gar nicht anders, denn sie werden von deinem Leuchten angezogen. Hier wiederum ist es so, wenn man hierbei keine Grenzen setzt, dann saugen die und saugen die und saugen die. Ja, stell dir vor, du bist irgendwo im Urwald und alles ist voll mit Moskitos. Und du gehst ungeschützt rein, also ungeschützt jetzt ohne irgendwie Fliegennetz, ein Ganzkörperfliegennetz oder irgendwelche Sprays oder Cremes, Anti-Mückenschutz, ja. Die hängen sich an dich ran, die fliegen auf dich, die saugen dich auf, die saugen dich leer bis zum letzten Tropfen Blut, diese kleinen Vampire. Gut, okay, der Unterschied vom Menschen zu den Mücken ist, die Mücken machen es bewusst, absichtlich. Du bist ihre Nahrungsquelle, okay? Bei den Menschen ist es teils so und teils so. Die einen saugen wirklich bewusst daran, die laben sich an deiner Energie, um sich selbst aufzubauen, um sich selbst zu erhöhen. Und andere wiederum, die genießen einfach dein Licht, weil sie ihr eigenes nicht erkennen können. Das ist dann so ein unbewusstes Energie saugen, so, oh, du tust mir immer so gut, deine Nähe baut mich immer so auf und. Ja, also nicht gleich wild um dich schlagen, es kommt immer darauf an, wer gerade in deiner Nähe ist. Nichtsdestotrotz, ob das jetzt von deinem Umfeld bewusst oder unbewusst geschieht, dass sie dir Energie ziehen, nichtsdestotrotz darfst du hier ganz klare Grenzen setzen. Indem du auf dich schaust, indem du deine Energie auch bei dir behältst. Ich meine, jeder hat den gleichen Anteil an Energie zur Verfügung. Die Frage ist nur, wie man etwas nutzt. Haben wir gerade davon gesprochen, sich selbst vergessen. Vielleicht wird dir auch jetzt gerade in diesen Portaltagen klar, wann bzw. wie oft du dich selbst immer und immer wieder hinten anstellst. Wie oft du dich selbst klein machst, dich zurückstufst oder machen lässt. Auch das Zulassen davon, dass du quasi anderen die Macht gibst, dich zu unterdrücken, zu erdrücken, zu erniedrigen, dich klein zu halten. Auch das liegt in deiner Verantwortung und letztendlich bist du dann diejenige oder derjenige, der das tut, sich selbst vergessen, weil vielleicht andere wichtiger sind, weil man vielleicht andere Menschen oder andere Situationen wichtiger nimmt. Aber ich frage dich, wenn du am Boden liegst, wer hilft dir auf? Ich möchte jetzt nicht behaupten, dass es niemanden gibt, dass niemand dann mehr da ist. Ja? Ich meine, man hat immer irgendwo Herzensmenschen, also jetzt nicht unbedingt in Bezug auf den Partner, sondern einfach Menschen, die mit dir gleich schwingen, die dir eine Hand reichen, klar. Aber du tust und du machst, du arbeitest dich auf, du opferst dich auf. Und in meiner schamanischen Ausbildung habe ich gelernt, es war ein langer Weg, denn man nimmt dies nicht für selbstverständlich. Es heißt, fülle erst dich auf, bevor du anderen etwas gibst. Nimm erst für dich, bevor du gibst. Ja? Ich meine, in der ganzen Energiearbeit, die ich bisher schon gemacht habe, ist es ganz oft so gewesen, dass ich tue und ich mache. Und natürlich arbeite ich dann irgendwo mit meiner Energie. Ich channel nicht immer irgendeine größere Energie oder größere Macht, weil ab und zu mal bin ich auch nicht ganz so in diesem Selbstschutz,
sondern ich mache einfach. Ich bin einfach und ich kanalisiere und in dem Moment ist mir dann egal, woher diese Energie herkommt. Und dann am Ende bin ich diejenige, die dann schwach und hilflos in der Ecke liegt. Deswegen, wenn du nichts mehr hast, kannst du auch nichts mehr geben. Und ja, je mehr du hast, desto mehr kannst du geben. So, und jetzt kommt die Post. Also bis gleich. Also, was machen wir? Das höchste Gebot: Sorge gut für dich und achte gut auf dich. Ich habe auch irgendwie, irgendwo habe ich in irgendeinem Deck so eine geile Karte. Wie war das? Okay, jetzt fällt mir nicht mal mehr der Spruch ein. Okay, alles klar. Da ist gleich ein Dreierpack rausgeplumpst. Ach so, übrigens, das war die 17. Jetzt haben wir die 13. Die Augenbinde, das nicht erkennen können, nicht wahrnehmen können, nicht sehen wollen vielleicht auch. Ja, könnte auch eine bewusste Entscheidung sein. Den Schmerz. Blind vor Schmerz oder den Schmerz nicht erkennen können, nicht wahrhaben wollen. Denn wenn man sich diesen Schmerz vielleicht auch eingesteht, dann kann man etwas daran ändern. Aber nur wenn man hinsieht, wenn man hinschaut. Auch wieder die Parasiten mit dran. Ja? Guck dir hier die Fliegen an, wie sie auch hier sich an dem Blut laben. Okay. Hier haben wir die 16 und die 21. Kennt ihr sie noch? Die Braut im Käfig. Wobei, ich würde eher sagen, die Göttin im Käfig. Eine sehr, sehr interessante Energie. Weil hier nämlich auch ganz viel dunkle Energie mit drin ist, enthalten ist. Dunkle Energie, die hochkocht. Niedere Schwingung. Oh, Mann, das ist Thema vom Livestream am Sonntag dann. Dunkle Energie, niedere Schwingung, die man gerne mal unterdrückt, die man gerne mal deckelt und irgendwo in eine Ecke reinpackt, weil darf man nicht fühlen, darf man nicht annehmen, darf man nicht spüren, weil das ist doch nicht gut, das schickt sich doch nicht, ach so kann ich doch jetzt nicht reagieren und. Und somit landest du hier wieder in deinem Käfig. Es kann sein, dass sich hier jetzt innerhalb dieser Portaltage viele, viele Situationen, viele Trigger, viele schmerzhafte Situationen zeigen, Themen, mit denen du konfrontiert wirst, die dir genau das aufzeigen, genau das, wo du vielleicht immer runterspielst, sagst, ach, ist doch nicht so schlimm, ist doch nicht dramatisch. Oder wie du merkst, dass hier auf einmal gewisse dunkle Emotionen in dir hochkochen, die du vielleicht gar nicht kennst. Vielleicht sind es neue Emotionen, vielleicht sind es aber auch Schwingungen und Emotionen, die du schon so lange so gut eingesperrt hattest. Ja, die waren eigentlich sicher verwahrt. Oh mein Gott, was sollen die jetzt hier an der Oberfläche? Was sollst du jetzt damit anfangen? Was du damit anfangen sollst, kreiere das Wunder. Denn diese niedere Schwingung ist Teil der Dualität und hat das gleiche Anrecht zu sein wie die helle Seite. Es kommt nur immer darauf an, wie man diese Energie nutzt. Und wenn du hier in deinem Käfig drin bist,
nutzt du sie natürlich eher selbstzerstörerisch. Guck dir diese Braut an. Ich glaube, also entweder sitzt das Make-up nicht richtig oder sie hat sich schon lange, lange Zeit unterdrückt, unterdrücken lassen, klein gehalten, war nicht sie selbst, hat nicht ihr Wort erhoben, hat sich nicht gewehrt, hat funktioniert, hat alles unterdrückt, was mit Gegenwehr und Widerstand zu tun hat. Ich habe jetzt gesagt sie, weil hier die Braut abgebildet ist. Natürlich gilt es auch für den Bräutigam Schrägstrich Gott. Okay, also bitte, bitte nicht falsch verstehen. Es geht hier nicht nur um die Frauen, es geht hier um den Menschen, um jedes Wesen, das ein Bewusstsein besitzt. Das könnte hier auch wirklich in eine ganz, ganz dramatische Richtung gehen. Und zwar, dass du hier in den nächsten Tagen auch mit sämtlichem Schmerz konfrontiert bist. Schmerz der Vergangenheit. In jeglicher Form, aus jeglicher Zeit. Und ja, hier können natürlich auch karmische Themen noch an die Oberfläche kommen. Themen aus anderen Inkarnationen, wo du vielleicht im ersten Moment überhaupt nicht weißt, hey, was ist los? Warum geht es mir gerade so? Es war doch alles gut. Und jetzt auf einmal reißt es mir den Boden unter den Füßen weg. Meine ganze Welt zerbricht. Ihr Lieben, haltet aus. Haltet aus und versucht in dieser Energie zu bleiben. Versucht, diese Energie anzunehmen. Ja, es ist unangenehm. Ja, es ist schmerzhaft. Ja, es ist scheiße. Aber das ist der Weg durch die Hölle ins Paradies. Niemand verurteilt dich, wenn du aufgibst, wenn du Schwäche zeigst, denn auch dies ist Teil deines Weges. Ganz viele sind am Ausbrechen. Ganz viele Bräute und Bräutigams ausbrechen. Ausbrechen aus einem System, ausbrechen aus alten Konstrukten, Konzepten und Prägungen. Oh, diese Portaltage sind fordernd. Solltest du zufälligerweise noch 10 Tage Urlaub haben, die du jetzt nutzen könntest, um dich zurückzuziehen und um dir die Zeit für dich zu nehmen, jetzt wäre der richtige Zeitpunkt. Natürlich nur, falls du mit diesen Energien in Resonanz gehst, ja. Huch, was haben wir denn hier für eine Maskerade? Eine Maskenträgerei, die Nummer 15. Ich kriege Gänsehaut am ganzen Körper. Das ist die Teufelsenergie. Ja, im negativen Sinne natürlich. Wir gucken hier auf die Schatten. Die Masken, natürlich die Masken in jeglicher Form. Hier hast du die Möglichkeit zu erkennen innerhalb dieser Portaltage. Natürlich das ganze Jahr über, ihr Lieben, okay? Aber jetzt nochmal ganz speziell fordernd, die eigenen Masken erkennen. Und ja, das ist auch verdammt wichtig. Es ist einfach, die Masken im Außen zu erkennen. Es ist einfach, jemanden zu bewerten, über jemanden zu urteilen, mit dem Finger auf ihn zeigen und sagen, hey, ich sehe deine Masken, ich erkenne sie. Noch wichtiger ist aber, die eigenen Masken zu erkennen, die eigenen Masken auch anzunehmen. Ja, in dieser ganzen Geschichte geht es darum, die dunklen Seiten, die niedere Energie, die eigenen Schatten anzunehmen. Am Sonntag im Livestream gehen wir dann ins Detail, okay? Aber hier erstmal so, wie willst du was daran ändern?
wenn du diese Dunkelheit nicht anerkennst, nicht wahrnehmen möchtest, nicht integrieren kannst. Und klar ist es auch irgendwo ein Aufwachprozess, bestimmte Masken auch an anderen Menschen zu erkennen. Und zwar jetzt so ein bisschen diese schwierigeren Fälle, wo du bisher vielleicht auch blind vertraut hast. Auch diese Menschen sind nicht frei von Masken. Und du erkennst, du nimmst wahr. Und auch hier wirst du wirken in irgendeiner Form, auf irgendeine Weise. Das sich schmücken mit fremden Federn, sich selbst so sehr verändern wollen, damit man sich selbst nicht mehr sehen muss. Die Flucht von sich selbst. Hoppala. Der Neid, der einen auffrisst. Die Nummer 9. Und ja, an dieser Stelle rufe ich auch jeden Einzelnen auf, der hier sagt, ich bin nicht neidisch. Ich bin nie neidisch. Ich freue mich immer für andere. Ihr Lieben, ich möchte jetzt niemandem etwas vorwerfen, aber es gibt auch einen unterschwelligen Neid, dieser, der dich im Inneren zerfrisst und an der Oberfläche lachst du und singst du mit jedem. Neid hat viele Gesichter und auch dies darf angenommen werden, darf anerkannt werden, wahrgenommen werden, erstmal überhaupt. Und es ist okay. Es ist okay zu sehen, da läuft ein Pärchen total verliebt und ich bin seit 5 Jahren Single zum Beispiel. Ja? Ich hätte auch gerne einen Partner, der mich so anguckt. Oder ich hätte auch gerne so einen süßen Hund. Ich hätte auch gerne so einen gut bezahlten Job. Ich hätte auch gerne so ein hübsches Haus. Und. Egal jetzt auf welcher Ebene, auf der materiellen, geistigen, emotionalen Ebene, vollkommen egal. Aber ich rufe hier jeden Einzelnen dazu auf, genauer hinzugucken. Woher kommt dieser Neid? Was löst es aus? Und lässt dich natürlich auch erkennen, hier apropos Masken und Neid, die Menschen im Außen, die vom Neid zerfressen werden, weil sie dich sehen in deinem Leuchten, in deinem Licht, in deinem Strahlen. Und einfach nicht verstehen, wie du es so weit gebracht hast, wie du so scheinen kannst. Die Nummer 10, der gefallene Engel. Ja, ist mir gerade so als Impuls gekommen, deswegen musste ich es aussprechen. Der farblose Engel. Du, also, du, der oder diejenige, der das Strahlen verloren hat, vergessen hat, aufgrund sämtlicher Einflüsse, aufgrund der kollektiven Umstände, Stress in der Arbeit, Ärger in der Familie, Liebeskummer, sonstiges, vollkommen egal, wirklich jeder Lebensbereich. Stück für Stück nimmt es dein Leuchten, Stück für Stück nimmt es dir all deine Farben, deine brillanten Facetten, das Abspalten der Seelenanteile vielleicht, wichtige Seelenanteile, um dich leicht zu fühlen, um Freude zu empfinden, um glücklich zu sein. Umstände im Außen genauso natürlich wie Umstände im Inneren. Wir gehen hier zurück kurz zu den Süchten und Abhängigkeiten, Bedürftigkeiten. Ja,
Das spielt hier mit ein. Wo lebst du dich nicht selbst? Wo lässt du dir dein Strahlen nehmen? Wo lässt du dich klein machen, unterdrücken, erniedrigen? Was raubt dir all diese Kraft? Was lässt dein Leben grau erscheinen? Was hält dich in der Dunkelheit gefangen? Depression. Depression. Die Situation, dass etwas, Schrägstrich, du dich selbst so sehr unterdrückst, unter Druck setzt, so wenig von dir selbst lebst und liebst. Depressive Stimmungen können hier aufkommen. Das hat sich gerade angehört wie so eine Wettervorhersage. Oh. Kindheitsthemen. Mich schüttelt es gerade so durch. Kindheitsthemen. Das Kind, das ich sein sollte, das Kind, das ich eigentlich sein sollte, geformt vom Außen, geformt von der Welt, von den Eltern, von der Gesellschaft, von irgendwelchen falschen Werten, von religiösen Einrichtungen oder sonstiges. Und hier der Kopf, der noch in der Vergangenheit hängt, dieses Bedauern, dieses Bereuen und das hier in Kombination. Darf ich vorstellen, das ist der Mensch, der immer versucht hat zu gefallen, immer versucht hat zu helfen, immer versucht hat zu verbinden, es anderen recht zu machen, gut zu sein, gute Taten auszuführen, sich ausnutzen hat lassen, sich benutzen hat lassen und im Endeffekt vielleicht sogar noch bereut, zu wenig getan zu haben, nicht gut genug gewesen zu sein. Deutsche Grammatik, ey. Autsch. Autsch, sage ich da. Autsch. Kein Wunder, dass man hier seine Farben verliert. Und hey, fühl dich bitte jetzt nicht angegriffen, weil ich glaube, diesen Weg ist schon fast jeder gegangen, ja, ein Stück weit. Die einen haben sich vorher dazu entschlossen, sich diesen Scheiß nicht länger zu geben, andere sind noch mittendrin, andere wiederum starten diesen Weg erst, okay? Dann haben wir noch welche, die sind von Geburt an irgendwie dem Egoismus verfallen, die haben solche Probleme nicht, weil die schauen nur auf sich. Ja, war jetzt böse und blöd dahergesagt, okay, aber nur mal, damit du verstehst, auch dies gehört zu deinem Weg und auch dies ist in Ordnung. Und wenn du jetzt erkennst, wo du vielleicht irgendwo oder irgendwem blind gefolgt bist, um zu gefallen, um zu funktionieren, um benutzt zu werden, ausgenutzt zu werden, dann kannst du hier und jetzt die Klarheit finden. Weil es gibt keine Macht auf dieser Welt, in diesem Universum, nichts und niemand, das dir zu sagen hat, wer du sein sollst oder was du tun solltest. Ja? Wo führt es denn hin? Hierhin. Niemand hat die Macht dazu. Vielleicht Gott, was auch immer Gott für dich bedeutet, hätte vielleicht die Macht dazu, würde es aber nicht tun, weil du frei bist in deinem Sein. Alles andere ist eine Illusion, nach der wir uns richten und der wir uns fügen. Schau mal diese Fäden. Fäden sind jetzt keine Fäden, aber hier implantiert von klein auf in dein Hirn.
So musst du sein, so viel musst du lernen, das musst du tun, das musst du geben, so musst du gefallen und, und. So sollst du fühlen, so sollst du denken. Vorgaben einer anderen Ebene. Aber das hier, das bist nicht du. Das sind irgendwelche Verbindungen im Außen, die du kappen kannst. Das sind Dinge, die dir eingepflanzt wurden, implantiert wurden durch Erziehung, Religion, Kultur. Dinge, die im Leben einfach geschehen sind, verschiedene Erfahrungen, eine falsche Geisteshaltung, eine falsche Denkensweise, die dazu geführt haben. Und ganz oft hält man hier auch fest, weil es vielleicht eine gewisse Form von Sicherheit gibt. Zwar tut es weh, aber ist oftmals der leichtere Weg. Was steht aber eigentlich dahinter? Schau mal, wie das Mädchen diese Pflanze in der Hand hält. Sie erinnert sich. Sie erinnert sich, wer sie eigentlich hätte sein sollen, aus ihrem Grundrecht raus. Warum sie hergekommen ist, warum sie inkarniert ist. Tut mir leid, ihr Lieben, ich habe gerade gesehen, ich habe die Zeit schon wieder überschritten vor lauter Reden und mein Video hat jetzt abgebrochen. Ich hoffe, es ist nicht allzu viel abgeschnitten. Also, dieses Mädchen darf wieder erkennen, darf jetzt erkennen, wer sie ist, warum sie hier ist, was ihre Aufgabe ist, ihre Bestimmung, ihre eigentliche, ja nicht das, was erschaffen wurde in der Matrix, in diesem dualen Feld, sondern nein, was ihre Aufgabe ist, warum sie inkarniert ist. Das Herz, das künstliche Herz, künstliches Herz hört sich so doof an, das, wozu du gemacht wurdest auf diesem Weg, dies zu erkennen, die Nummer 12, ich weiß jetzt nicht, ob ich es vorhin gesagt habe, hier hatten wir die 8 und hier die 10, erkennt man das, diese grünen Augen, dieser grüne Schleier, dieser blinde Schleier auf den Augen? Auch sie hat hier ein Halsband und eine Leine. Mein Stuhl macht sich gerade wieder selbstständig. Dieser Mensch ist eine Maschine. Dieser Mensch funktioniert. Möchtest du diese Schale sprengen? Möchtest du dieses Halsband sprengen, diese Kette sprengen? Ist höchstwahrscheinlich nicht die einzige, die dieses Wesen hier fesselt. Alter Schwede. Das Kronenchakra. Ich kann nichts weiter dazu sagen als die Spaltung des Kronenchakras. Das Kronenchakra ist die direkte Verbindung nach oben. Die direkte Verbindung zum Universum, zum Kosmos. Hier. Halschakra, das eigene Wort für sich sprechen, die Wahrheit sprechen. Und das Ding hier ist zwar jetzt hier ein bisschen zu weit oben, aber das repräsentiert hier die Abdeckung des inneren Auges.
weil sie sieht hier nur durch einen Schleier. All das, was wir hier gerade an Energien, an Schatten geholt haben, fasst sich hier quasi zusammen. Und wenn man diesen Weg hier weitergeht, diesen Schattenweg, dieses nicht wirklich da sein, nicht wirklich präsent sein, nicht authentisch sein, dann kann es sehr gut sein, dass man zu diesem Wesen wird, wo man nicht mehr sieht, keine Anbindung mehr hat und nicht mehr die eigene Wahrheit sprechen kann. Meine Lieben, ich wünsche euch wundervolle, hochtransformative Portaltage. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal.